Hallo zusammen, es ist Dienstagabend, 6. was haben wir denn, Februar, 21.50 Uhr. Ich sage, ich bin ein bisschen spät, aber ich habe mir das jetzt hier noch eine ganze Zeit lang angeschaut und ich muss hier einen Spruch loslassen zu Bayer, weil Bayer war von diesen ganzen Filmen, die ich gemacht habe zwischen Weihnachten und der ersten Woche Januar, war der, der mit Abstand am meisten gesehen wurde, gefolgt von Nike, Puma und Adidas. Und mir fällt heute was auf in Bayer. Das hier ist der Wochenchart. Ja, also brauchen wir gar nicht drüber reden, wie die abgesoffen sind das ganze letzte Jahr über. Es ist ganz, ganz furchtbar. Wir sind technisch überall tief. Wir erfahren hier eine kleine Stabilisierung, ja, über das MACD. Und wir sind ganz knapp überverkauft über die Wochenstochastik. Das nur mal nebenher. Ich bin, während ich jetzt hier mit euch rede, auf dem anderen Computer, bin ich auf der Homepage von Bayer. Da gibt es dann den Bereich Informationen zur Dividende. Da steht allen Ernstes als Headline: Aktionäre am Unternehmenserfolg beteiligen. Also ich glaube, das Wording sollten sie ändern. Das können sie so nicht, das kann man so nicht halten. Wie auch immer, mir kommt so Folgendes drauf an. Ich bekomme hier in den letzten, na sagen wir mal, 2 Wochen, sowohl auf YouTube immer wieder Kommentare, die müssen doch mal halten. Und Dividendenrendite. Die haben für das Jahr 22 2,40 € gezahlt. Das wäre bei für das Jahr 22, lass mal schauen, das ist ja dann irgendwo, die wurden dann, was sind das hier, 22, das ist 23, das heißt, die haben hier irgendwann Dividende gezahlt, da waren die bei 62, da haben sie 2,40 € gezahlt. Ich kann das Wort Dividendenrendite bei Bayern nicht mehr hören. Das wäre ein Wahnsinn, wenn die wirklich nochmal 2,40 € zahlen würden. Ich rechne damit und gestehe das denen auch zu, vor dem Hintergrund der ganzen Problematik, Energiekosten und so weiter, Glyphosat, dass die Dividende, also ich kann mir sogar eine Halbierung vorstellen, 1,20. Dann wäre das aber immer noch Dividendenrendite technisch gar nicht so verkehrt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die die Dividende halten mit 2,40 €, das halte ich schlicht für nicht gegeben. Aber mich regt eigentlich momentan mehr dieser Satz auf: Aktionäre am Unternehmenserfolg beteiligen. Wie auch immer, ganz kurz mal hier nochmal zu den Daten, dass wir das nochmal gemacht haben. Die sind am 5.3. bringen sie den Jahresabschluss. Da bin ich noch im Urlaub. Ab 17., das, ihr wisst es, ab 17. Februar bin ich im Urlaub, oder vielmehr 16. 3 bis 4 Wochen, das muss ich schauen, je nachdem, wie es mir gefällt. Da geht's ab, ja, da kommt die Wollerei. Das ist immer das Gleiche, das wisst ihr, be prepared. Und die Hauptversammlung ist am 26.04. Ich nehme an, dass sich hier so um den 5.3. sich äußern werden zur Dividende. Mir ist Folgendes heute aufgefallen. Wir hatten hier in den letzten Tagen die Möglichkeit eines Doppelbodens. Und ich weiß auch, da haben einige drauf spekuliert. Dann kam sofort wieder ein Abverkauf runter bis zu 29. Da sind sie jetzt den vierten Tag in Folge und heute haben sie ein neues, ich glaube, es ist ein 19-Jahres-Low gemacht. Aber schaut mal, wie die sich hier reingerettet haben wieder. Aufs untere Band und dann ein Hammer. Jetzt um 21.51 Uhr handeln sie bei 29,40. Das ist Tageshoch. Ich habe immer so eine Liste. Mal gucken, ob ich die hier reinkriege. Muss mal schauen. Ja, doch, es geht. Das ist, ich nenne das DAX Stocks. Da sind also die meisten DAX-Werte drin. Es gibt also ein paar Werte, da gucke ich nicht drauf. Ja. Aber die meisten DAX-Werte sind drin und die größten Euro-Stocks-Werte. So LVMH und so Zeug. L'Oréal, Essilor. Die waren in den letzten 3 Tagen immer hier so unter den ersten 10, die Bayer. Das war, fand ich schon mal ganz gut. Also das hat mich aufmerksam gemacht, sagen wir so. Über die Tagestechnik haben wir also jetzt einen Hammer, haben am unteren Band gehalten, haben eine für mich sehr wichtige Unterstützung lang, kurz, kurz über das MACD. Von der traditionellen Sichtweise gibt es noch gar nichts. Und wenn die morgen nur unverändert sind, dann gehen sie auch hier über die 20 auf tiefem Niveau ein Kaufsignal. Vorsicht, ich rede hier nicht von einer Trendwende. Eine Trendwende, eine echte Trendwende passiert meines Erachtens nach erst, wenn wir den Kurs hier um die 36, 20, wenn wir das überbieten. Dieses Ding, das kann man richtig schön runterzählen. Dann kam hier die Gegenbewegung. Also davon rede ich nicht. Ich rede davon, dass die
durch nochmal hier die Stops, die hier ausgelöst wurden, unter 30 und wahrscheinlich auch heute nochmal unter der 28. Der Tiefskurs war heute, wenn ich es hier so anlege, 27,73. Ich rechne damit, dass sie eine Gegenbewegung machen, so 20-Tage-Linie ein bisschen drüber. Also mal so einen schnellen Rebound. Das ist alles, was ich sage. Ich rede hier nicht von einer Trendwende und die gehen jetzt hier wieder auf die 60. Das ist ganz klar zu verstehen. Ich muss an dieser Stelle auch sagen, ich habe selbst auch sowohl Derivate als auch Aktien heute hier gekauft. Es ist das erste Mal seit längerer Zeit, also das hatte ich hier auch, dass hier sich so eine Stabilisierung bildet, also die sich hier bildet, das so aussieht wie da. Von den technischen Indikatoren her auch auf gleichem Niveau nach oben gedreht. Das Einzige, was jetzt hier noch fehlt, ist die traditionelle Sichtweise, aber die braucht halt immer ein bisschen länger, weil das ja mit exponentiell gleitenden Durchschnitten gemacht ist. Ich finde es gut und ich habe euch hier Scheine mitgebracht. Wo sind sie denn? Das eine ist eine ganz heiße Geschichte. 27,05. Ihr seht hier am linken Rand, ich habe mir einen Alarm gelegt bei 27,50. Das ist etwas unter dem Tief von heute. Wenn die da drunter gehen, muss, was auch immer ich an Long habe, muss raus. Ja, da gibt es kein Wenn und Aber, weil da muss ich auch davon ausgehen, dass sie auf die 22, 21 fallen. Vielleicht sagen sie auch vorher was zur Dividende, würde mich aber wundern, aber das momentan ist alles möglich. Das ist ein 27,05er Schein, der hat also K.O.-Schein, Zertifikat, der hat einen 11er Hebel, was eigentlich gar nicht so viel ist, aber der liegt hier drunter. Das ist eine ganz heiße Kiste. Wenn der mal Gas gibt, ja, wenn die Aktie ein bisschen Gas gibt, dann ist da, ja, dann macht der richtig Spaß. Und dann habe ich einen, der ist ein bisschen weiter weg bei 25,26 mit nur einem Hebel von 7. Das sind diese beiden Scheine. Also noch einmal ganz kurz zum Zusammenfassen. Ich rede nicht von einer nennenswerten Trendwende. Ich rede von einem relativ schnellen Rebound in diesem Bereich um die 20-Tage-Linie herum. Das ist alles, was ich sage. Vielleicht so auf dieses Niveau hier bis zu 32 halte ich für sehr wahrscheinlich. Wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich hier eine Unterstützung sehe seit hier Anfang Dezember. Und dann hat die auch mal 5 Euro oder 4,50 Euro gebracht. Mehr ist es nicht. Es ist tatsächlich momentan so, der DAX ist auf einem Jahreshoch. Wenn ich hier den Film mache, ist es 17.027. Das ist ein All-Time-High. Kollege Scherer, Sie können sich an den Ausdruck Uncharted Territories erinnern. Und das ist grundsätzlich gut. Das ist überhaupt keine Frage. Und ich glaube, dass die Bayer diesmal diese Bewegung mitmachen werden. So, und damit wünsche ich euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.